So, liebe Leute, weiter geht's mit dem DFB-Pokal. Wir treffen heute im Halbfinale auswärts auf Werder Bremen, wollen natürlich wieder ins Finale. Es wäre das vierte Finale in Folge. Mal gucken. Auf geht's, würde ich sagen. Oh, die Bayern, natürlich, in der Champions League. Es ist noch nicht die Liga. Die Liga kommt relativ bald. Ich glaube, wir treffen jetzt quasi gefühlt drei miteinander auf die Bayern, oder nicht? Wenn ich jetzt richtig auf die Tabelle gucke, oder? Mal gucken, gehen wir mal kurz im Wochenblick an. So, gehen wir mal kurz auf den Kalender. Also nach Kiel, was dann ja relativ zeitnah kommt, geht's gegen die Bayern. Dann geht's gegen die Bayern und dann geht's gegen die Bayern. Ja, tatsächlich haben wir ein Triple-Spiel, die dann dreimal gegen die Bayern. Na, Happy Birthday. Okay. Okay. Auf geht's. Wir wollen natürlich ins Finale. Das ist das große Ziel. Deswegen muss ich gerade gucken. So. Staphylidis. Nicht allzu viele Wechsel ziehen. Warte mal. Staphylidis auf die linke Seite. So, jetzt Rechtsverteidiger wohlgemerkt. Links will ich Andrade. Also beziehungsweise rechts soll Andrade spielen. So. So, jetzt nicht die Albiol. Es ist einfach nur jetzt gerade ein bisschen. Es sind jetzt einfach nur gerade ein bisschen durchwechseln. So. Soll mal hin als Linksverteidiger des Duell machen. Ja, das weiß ich, es ist gegen Bremen, es ist immer ein Risiko zu rotieren, aber mal gucken. Kurz mal Latte Macchiato. So. Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. Gleich kann es losgehen. Live bei EA Sports. Der Regen findet kein Ende hier im Hohen Invest Weserstadion, liebe Fußballfreunde. Aber wir begrüßen Sie trotzdem sehr herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Das verspricht einiges. Halbfinale, Wolf, nimm mal eine Nase voll. Wir können am Endspiel riechen. Und richtig. Ich glaube, genau das ist die große Gefahr. Du musst einen Schritt nach dem anderen gehen. Von Spiel zu Spiel denken. Sonst kommt ganz schnell das aus. Und da haben wir sie. Die Startaufstellung von Werder Bremen. Wir wissen, dass sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Ja.
So, auf geht's. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Zum Pokal. Wir wollen natürlich in Bremen heute weiterkommen. Das ist ganz klar. Ich musste deswegen ein bisschen rotieren, weil halt, wie gesagt, danach auch die Champions League irgendwann anstehen. Wir haben ja dann den Tabellen 18. zu Gast gegen Kiel. Und dann geht's dreimal hintereinander gegen die Bayern. Erst im Champions League, dann im Pokal, in der Liga nochmal. Das wird so, hier Ecke geben. Eckball. Ja, und dann das richtungsweise Duell in der Liga, was wir definitiv nicht verlieren dürfen. Also, wir müssen gewinnen, mehr oder weniger. Wenn wir noch wirklich was an den Meisterschaften gewinnen wollen. Ah, Staffelidis gegen Stay. Ich weiß gerade nicht, wie der ausgesprochen wird. Hilfe, Werder Bremen, Werder-Fans, hilf mir mal. Ich weiß gerade, ich hatte gerade den Namenswort von ihm nicht auf dem Kopf. Ich glaube, Stay war es. Ist auch Jacke wie Hose, ich nenne es Stage. Das ist ein Däne. So, mal ein bisschen drauf. Und jetzt der ganz gute Ball auf. Sie lassen Ball im Lilian Eckloff. So sicher, Ecke. Kannst du fast nicht. Du hast mal immerhin etwas geholt. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen. Ah, schade. Keine Foul. Haben sie schlecht gespielt, auf jeden Fall die Situation. Nix da. War gar nichts. Ab. Jan Fiete ab. Ab. Schön. Oh, da klären sie erstmal. Ab, rab. Duxch. Oh, das war wichtig. Gute Grätsche, er hat den Ball. Und ja, der Konter. Guter Ball auf Ab. Jan Fiete ab. Ab. Yes! Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. So. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, auf jeden Fall erstmal Sie sind jetzt also in Führung. Das 0-1 erzielt. Das war ganz, ganz wichtig. Halt! Also, er gibt nur Gelb. Ich glaube schon, das war Gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar, beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Ja, da kann man aber auch was anderes nachdenken, wenn ich mal zu billig, so ein bisschen, Aubameyang versucht. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufbauen. Mein Gott. Richtig, und es gibt da Handelfmeter, oder? Jetzt gibt's hier Strafstoß. Ja, Handelfmeter für Bayreuth. Nach 29 Minuten. Weil, okay, ja, doch, diesmal eher als das bei unserem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. So, 0-2 oder was? So. Sie können erhöhen. Der jo. Strafstoß ist drin. Passt, jedenfalls. 0-2, Aubameyang. Ja, also Keeper nach rechts gezockt, dann wusste ich, dass ich nach links spielen muss. Weil meistens zuckt der in die Richtung, wo er hinspringt. Und das hat er getan. Also, 0-2. Doppelback, Aubameyang. Schön oben reingelegt. Passt jedenfalls. Doppelpack, glaube ich, oder? Hier steht es. Ja. 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Nee, Quatsch. Oh, kein Doppelpack. War ein einfaches Tor. Aber passt schon. Drin ist drin. 2-0. Und wenn du fragst, keiner mehr nach danach. Das könnte durchaus gefährlich werden. Aber wir sehen es. Ja. Ballverlust. Wieder ein Ballverlust der Bremer. Ja, wird aufgepasst da.
Agu, der den Elfer ja mit seinem Handspiel verursacht hat. Also, wenn er weniger angeschossen wurde. Dux. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Schön gemacht. Und nun ein Schuss. Dux. Zunächst gehalten, aber wir schauen Arembi weiter genau hin. Jetzt ab die Posten über Arembi. Der Andreas weite Ball auf. Schellerup. Gute Aktion. Schlussphase der ersten Hälfte. Warum auch immer der jetzt. Ja, gut, das war ein bisschen schlecht gemacht. Zwei Tore Führung, es läuft. Man sieht immer wieder, sie sind diesen Tick schneller, kreativer, gefährlicher. Also es deutet alles auf einen Sieg hin. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Aubameyang, 3-0. Und somit sieht es ganz, ganz stark nach Finale Nummer 4 aus. Seit Thomas Kleide da an der Linie steht. Einmal konnte er gewinnen, er ist ja Titelverteidiger. Er hat ja den Pokal nur letzte Woche, in den ersten beiden Jahren hat er ja verloren. Gegen Leverkusen, gegen Dortmund verloren. Einmal knapp, einmal deutlich. Und danach gewonnen. Aber weder Leverkusen noch Dortmund, sondern ich glaube, die beiden sind gar nicht mehr drin. Ich weiß gar nicht, ob es im Finale geben würde. Ist auch egal. Mal gleich nach dem Spiel. Na gut, gehen wir rein ins. Der Ball rollt, die zweite ins, die zweite Halbzeit, in die zweiten 45 Minuten. Ab. Ja, er muss jetzt erstmal ein bisschen was machen. Er will jetzt erstmal. Ja, es war klar, dass da irgendwas ist, dass das nicht werden konnte. Weil keiner mitgegangen ist. Dux. Passt, Arembi. Ballverlust. Arembi, der es gut macht. Und Abflug. Ab. Flanke abgeblockt. Den nächsten. Elfmeter. Den nächsten Elfmeter für die Handelfmeter Friedlingsmann mit der Hand dran an der Flanke von Ab. Und zwar die richtige Entscheidung. So, was macht der Schiri? Was macht der Keeper? Gar nichts macht er. 4-0. Dreierback. Bayreuth zerlegt auch die Bremer, zieht ganz, ganz souverän ins Finale ein. Hier in der Dreierpack, da kommt das Tor nochmal. Auch da ist wieder schön zu sehen, die Abwehr hat keine Chance, ist machtlos. Also 52.04. Absoluter Glanztag. Klare Sache hier, das 4-0 ist schon deutlich. Ja, klar vorbei. Dux. Sie können den Ball erstmal ablocken. Konter kommt, aber nichts passiert. Das könnte vielleicht was werden. Ballverlust jetzt erstmal. Ja, wo gerade sagen, es ist doch ein Foul da. Ah, nee. Pierre-Emerick Aubameyang. Den hat er förmlich gehabt. Friedel. Agu. Ballverlust Agu. Aber der hat Glück, dass der Ball doch jetzt ausspringt. Und er gewinnt den Zweikampf. Und der geht sogar. Holt sich den Ball sogar. Schön rum. Und wenn der Backhaus da nicht den das Ding. Drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Die Ecke kommt rein. Ah, das müssen sie entschlossener machen. Okay, trifft nicht ab. Das war vielleicht nichts. Aber RMB. Ist ja eine Option für die. Nächstes Spiel ist gegen Kiel, das habe ich ja schon angesprochen. Aubameyang, ist es das? Ball bleibt hängen, Angriff erstmal zu Ende. Ah, gut. Nur
Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Man fährt souverän nach Hause. Norbert. Stand jetzt, zumindest fährt man uns ganz, ganz souverän nach Hause. Man führt 4-0. Gefährlich. Er ärgert sich. Ganz knapp. Schimmert. Und Aubameyang. Gib ihm. Aubameyang. Aubameyang. Der Ball war ziemlich harmlos. Ja, man ist auch, glaube ich, gefühlt gar nicht mehr mit Konsequenz dabei. Also wie gesagt, man weiß, dass man in der nächsten Runde steht. Sonora. Aber jetzt ist es eh wurscht. Jetzt können sie vielleicht kontern. Das macht er gut. Na gut. Ball geht sofort abseits. Hoch, da ist abseits. Andrade. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ball gerät ah, hier. Buchanan. Buchanan. Die Buchanan, also ja. Genau. Australien. Australien, ja, doch. Australien muss es sein. Geht einfach vorbei. Jetzt ist er auf und davor. So, plötzlich hat man nochmal eine Chance. Warum liegt der den nicht einfach quer? Das gibt Einwurf. Jetzt kommt hier. So, jetzt wechseln wir müssen auch nochmal durch. Wie gesagt, es steht definitiv fest, dass wir weiter sind. Mal da einige Jungs jetzt gleich ein bisschen durchatmen. So, ich denke mal, so passt das. Ja, ich weiß, dass viele da ein bisschen gesundheitlich angeschlagen sind. Es sind halt eine lange Saison. So. Jetzt Safinidis. So. Flanke geht in den Strafraum. Nee, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Ja, es ist, am Ende ist es wurscht. Wie gesagt, man ist durch. Man ist im Finale. Ich hätte nicht erwartet, dass es so wichtig ist. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Sie stören früh und da. Alvarez wird jetzt nicht noch. Jetzt ist es durch. Man steht souverän im Finale. Nun also im Finale. Das Finale. Wenn man das durchgezogen hätte, wäre es durchgehen, wäre es noch schlimmer geworden. Erlebt. Und das war heute eine echte Demonstration. Das war streckenweise herausragend. Das Resultat drückt das deutlich aus, was wir heute gesehen haben. Und damit haben sie für mich die Favoritenrolle fürs Endspiel. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war, das war natürlich auf jeden Fall Pierre-Emerick Aubameyang. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Megaleistung bei diesem Sieg ist in dieser Form einfach... So... Damit haben wir es. So, gut. Dann haben wir das geschafft. Hertha Leipzig, okay. Mit Leipzig haben wir bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Die haben wir bisher, glaube ich, fast in jedem Spiel geschlagen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. So, nächster Gegner ist die Holstein Kiel Kiel. Und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen durchrotieren, weil der Gegner ist, wie gesagt, ja, wir haben 61 Punkte Vorsprung. Wir müssen halt gucken, dass wir fit bleiben. Wie gesagt, danach kommt das Triple-Ding gegen die Bayern. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und dann freue ich mich drauf. Bis dann.